Hallo, ich bin Tanja Heidmann und erzähle ein wenig über meinen neuesten Roman Nachtglanz, der im September 2010 im Heine Verlag erscheinen wird. Nachtglanz erzählt die Geschichte von Adam, der eines Morgens blutüberströmt in einer Pariser Gasse aufwacht und nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Er weiß nur eins ganz genau: In der letzten Nacht ist ein Dämon in ihn eingedrungen, den es nach Blut giert. Erst als er viele Jahre später auf eine junge Frau namens Esther trifft, beginnt Adam sich diesem Dämon zu widersetzen. Allerdings hält Esther ihn auf Distanz, denn sie selbst hat ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Geheimnisse, die sie davon abhalten, sich Adam zu nähern. Doch es gelingt den beiden nach und nach, dann doch einen Weg zueinander hinzufinden. Allerdings hat der Dämon seine ganz eigenen Pläne. Einige Leser werden Adam aus dem Roman Morgenrot wiedererkennen, der die Geschichte der Studentin Lea erzählt, die sich in einen Vampir verliebt. Ein Vampir namens Adam, der ihre Liebe erst einmal nicht zu erwidern scheint, der sehr grob mit ihr umspringt, sie immer auf Distanz hält. Und wie Adam zu diesem Mann geworden ist, der sich Lea so hart gegenüber verhält, das wollte ich unbedingt erzählen. Und das Warum ist die Geschichte von Nachtglanz. Diese Figur Adam hat mich nach wie vor sehr stark fasziniert und sie tut es noch immer. Und von vielen Lesern weiß ich, dass es ihnen auch so geht, dass sie gerne wissen möchten, was ist mit Adam, wie geht es mit Adam und Lea weiter. Und darum wird im nächsten Herbst, also im Herbst 2011, dann auch die Morgenrot-Fortsetzung erscheinen. Doch jetzt erst einmal Nachtglanz, die Geburtsstunde eines Vampirs. Viel Spaß!